Oh, wie schön ich das gemalt habe. Ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben und mit ganz viel Liebe gemalt. Hey, was laberst du? Mein sieht viel cooler aus. Du kannst gar nicht zeichnen, Emily. Was? Du findest, ich kann nicht zeichnen? Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Vielleicht sollten wir das in ein Battle entscheiden. Und dann sehen wir, wer der wirkliche Sieger ist. Du oder ich, Lami? Ja, Emily, wenn du dich wirklich traust, gegen mich anzutreten, dann können wir das gerne machen. Aber ich sag dir nur eins, Emily. Du wirst auf jeden Fall verlieren. Okay, dann beginnen wir mal mit der ersten Runde. Und es ist Gesicht. Oh Mann, das ist ja voll das schwierige Thema. Das ist doch babyleicht, Emily. Jeder kann ein Gesicht malen. Babyleicht? Naja, wenn du meinst. Okay, ich gebe mir ganz viel Mühe. Aber das sieht ja schon mal mega doof aus. Findest du? Also bei mir sieht es eigentlich mega cool aus. Oh, wirklich? Meinst du etwa mich oder wen meinst du? Ich habe keine Ahnung, wen ich male, aber der, den ich male, das wird auf jeden Fall ein richtiger Schönling sein. Okay. Ich bin gespannt, was das noch wird. Okay, jetzt gefällt es mir auf jeden Fall schon besser so ausgemalt. Das heißt, den Grundriss habe ich schon mal. Jetzt fehlen nur noch Augen, Mund und der ganze Rest eben. So, ich brauche 2 dicke Augen. So, das sieht doch gut aus. Und mein Gesicht bekommt blaue Augen. Oh Mann, so viele Details sind im Gesicht. Meinst du, das schaffen wir überhaupt in dieser kurzen Zeit? Keine Ahnung, aber ich muss sagen, mein Gesicht sieht ziemlich lustig aus. Oh. Lustig? Warum das denn? Naja, das wirst du gleich auf jeden Fall sehen, das verspreche ich dir. Oh, warte mal, das sah nicht so gut aus. So, das sieht jetzt nicht wirklich besser aus, aber ist auch egal, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, jetzt brauche ich Augenbrauen. So. Oh, stimmt, Augenbrauen, die habe ich fast vergessen, ey, deswegen sieht das so komisch aus. Oh. Warte, was wirklich? Wie kann man denn die Augenbrauen vergessen? Das sind die Haare des Gesichtes. Das macht alles aus, Lami. Aha, die Haare des Gesichtes. Verstehe. Na gut, ich bin auf jeden Fall dabei, Emily. Naja, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Ich glaube, ich mache daraus lieber einen Mann, weil irgendwie hat das Gesicht nicht so weibliche Züge. Warte mal, das Züge? Doch... Warte mal, wo sind denn hier bitte Züge? Oh Mann, Lami, du bist echt ein Witzbold. So, habe ich irgendwas vergessen? Das sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus. Ich glaube, der bekommt noch Ohrringe von mir. Warte mal, zack. Oh, hat nicht ganz geklappt. So, zack. Oh Mann. Das sieht total doof aus. Egal, ich glaube... Nein, mein sieht richtig komisch aus. Was? Warum das denn? Oh Mann, ich hoffe, das wird gar nicht gezeigt von mir. Oh, okay. Okay, das sieht aus wie eine alte Oma. Ich glaube, den gebe ich mal 2 Sterne. Ist schon schwierig, das Gesicht zu erkennen. Wow, das sieht eigentlich voll cool aus. Warte mal, ist das deins? Nein, aber irgendwie sieht das auch aus wie eine Kartoffel. Du hast recht, von mir gibt's nur 3 Sterne. Oh, wow. Das sieht aus wie Baldi. Kennst du Baldi? Oh, stimmt, du hast recht. Das hab ich gemacht. Oh Mann, ey. 5 Sterne passen dafür ziemlich gut. Ja, ja. Oh, was ist das denn? Das ist mega gruselig. Da? Winning Smile? Okay, aber es ist ja nicht wirklich ein Gesicht. Ich geb dir mal 2 Sterne. Na gut, mal gucken, was noch so kommt. Alter! Warte mal, ist das deins? Kann sein. Das kriegt 5 Sterne. Das sieht ja mal mega cool aus. Das sieht ja besser als... Oh. Meins aus? Warte mal, das ist ja noch besser. Das hätte 5 Sterne verdient und
vielleicht nur 4. Ja, die Haare waren ziemlich komisch bei mir. Oh, Lonnie und Emily, let's go, 5 Sterne. Oh mein Gott. Warte mal, hat die mich falsch geschrieben? Hey! Oh Mann, ey, aber richtig süß. Oh ja, das ist wirklich mega. Das sieht aus wie ein Pferd. Und wo ist das Auge da rechts? Das hängt da drüben, ganz am Ende des Bildes. Da so ganz rechts. Oh, jetzt habe ich gar nicht abgestimmt. Und die Gewinner sind... Trommelwirbel. Was? Ich bin gar nicht auf der Tribüne. Naja. Ich auch nicht. Okay, das nächste Thema ist, wir dürfen alles malen. Okay, dann lasse ich einfach mal meiner Kreativität freien Lauf. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt gar keine Ahnung, was ich malen soll. Dann male ich einfach mal Klopapier. Klopapier? Warum Klopapier? Keine Ahnung, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Okay, mir ist etwas anderes eingefallen, aber das sage ich dir nicht, weil ich möchte, dass du fair bewertest, weißt du? Sonst würdest du mich ja besser bewerten. Ja, ja, ist klar. So, okay, meine Klopapierrolle sieht schon ziemlich cool aus. Oh, wirklich? Warte mal. Wie willst du eigentlich eine Klopapierrolle malen? Das ist doch eigentlich total schwierig. Das ist doch gar nicht schwer. Okay. Oh Mann, der schielt ja. Aber das sieht irgendwie süß aus. So, jetzt brauche ich noch einen riesigen Mund. Okay, und der lächelt sogar ein bisschen. Hä? Das sieht ja total süß aus. Ich muss wirklich sagen... Meine Klopapierrolle sieht auch ziemlich süß aus. Oh, warte mal, was? Ich meine das ernst, ich bin sogar fast fertig. Okay. Naja, wir werden ja gleich sehen. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Also die Beine und so. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Der kriegt jetzt noch ein dickes Bäuchchen. So, und die restlichen Füße. So, ich hoffe, das reicht mit den Anzahl der 10. Warte mal, das sieht ja mega süß aus. Ich glaube, der kriegt... Warte mal, ich habe die Zeit vergessen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Oh Mann, ich muss wirklich sagen, meine Klopapierrolle ist einzigartig. Oh, wirklich? Ich bin wirklich gespannt. So, meiner kriegt jetzt noch, nicht so gut, ein paar Sommersprossen, weil das sieht mega süß aus. Aber das ist schwer, Sommersprossen zu meinen, um ehrlich zu sein. Also ich muss sagen, sowas Gutes habe ich noch nie gemalt, obwohl es nur eine Klopapierrolle ist. Oh, wirklich? Ich freue mich schon. So, ich mache jetzt noch ein paar Herzen hier hin. Zack, zack, zack. Und die Zeit ist ja auch schon um, Lami. Oh ja, ich werde auf jeden Fall gewinnen, Emily. Ich sag's dir. Ich weiß ja nicht. Und das Erste, Lami und Emily, Beste. Das kriegt... was geben wir denn, Gemälde? Ich glaube, 4 Sterne. Oh ja, okay. Na gut, das hast du gemalt. Ist meins. Aber sei ehrlich, das sieht ja wirklich süß aus, oder? 4 Sterne. Was? Keine 5 Sterne? Was ist das denn? Warte mal, ist der da etwa Kaka? Vielleicht ist es ja auch ein Burger oder so. Okay, 2 Sterne. Wow, das wäre bestimmt cool geworden, aber es ist leider nicht fertig. Deswegen kriegt das nur 3 Sterne, aber ich glaube, das wäre ein mega cooler Anime-Charakter geworden. Das ist auch ein schönes Bild. Das ist auch wirklich schön. Da hast du recht. Das gefällt mir auch. Warte mal, ich glaube, ich gebe den 4 Sterne. Oh ja, verdiente 4 Sterne. Oh, Alter, wie cool ist das denn? Hast du das gemalt? Aber natürlich, das ist meine coole Toilettenrolle. Wie sieht das denn aus? 5 Sterne. Und die
Augen sind ja mal mega süß. Oh, danke schön. Ja, ich hab gewonnen. Let's go. Was? Mein Frosch ist nicht mal auf der Tribüne. Okay, dann kommen wir mal zu der letzten Runde. Ein Roblox-Avatar. Das ist wirklich schwierig, um ehrlich zu sein. Da hast du recht, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Okay, aber weißt du was? Ich glaube... Oh Mann, das ist die falsche Farbe. Ich glaube, ich male mich. Ja, ich glaube, ich male auch mich. Das ist aber schwierig. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wie ich aussehe. Hast du mal einen Spiegel? Ja, hier bitte schön ein Spiegel. Oh Mann, ey. Okay, das wird echt ein bisschen schwierig. Okay, ich habe ein... Oh Mann, ich habe den Hals total vergessen. Oh Mann, das ist echt total schwierig. Mann, ich bin total überfordert. Hey, Emily, konzentrier dich. Das ist gar nicht mal so schwer. Okay, so, ich habe ein T-Shirt an. Oh Mann, das sieht jetzt wirklich noch komisch aus, Freunde. Aber das sieht wirklich komisch aus. So, das wird aber ja noch ausgemalt. Ich hätte, glaube ich, vorher den Hintergrund malen sollen, da ich ja jetzt eine weiße Hose habe. Und die sieht man ja ein bisschen schlechter. Wie mache ich das denn jetzt? Oh Mist, ey. Und so. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich muss wirklich sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, wirklich? Ja, oh, bis jetzt schon. Das ist wirklich schwer. Lami, ich glaube, ich schaff das nicht. Das sieht total Quatsch. Doof aus. Oh, doch, du schaffst das, Emily. Glaub an dich. Okay. Du darfst die Emily-Army doch nicht enttäuschen. Ja, ich versuch's, Freunde. Aber das ist wirklich mega schwer. So, okay. Mein Name steht schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. So, jetzt malen wir hier super schöne Schuhe hin. So. naja, ich glaube, diese Runde wird nicht an mich gehen. Und wie sieht's bei dir so aus? Irgendwie ist mein Kopf mega klein geworden. Oh Mann, was mache ich hier? Mega klein? Warte mal, was ist denn mit den Armen los? Freunde, das kann ich total vergessen. Dafür kriege ich noch nicht mal einen Stern. Ich sag's euch. Oh Mann, ich weiß auch nicht, ob ich damit gewinnen kann. Meine hat einfach keine Haare. Keine Haare? Wir haben nur noch wirklich wenig Zeit, Lami. So. Oh Mann, ey. Das kann doch niemand mit ansehen. So. Ich hab noch nicht meinen Mund. Okay. Oh nein, Moment mal, es ist schon vorbei. Nein. Ich hab die Zeit gar nicht gesehen. Mega schlimm. Bist du das? Ja, das soll, glaube ich, ich sein, aber das hab ich nicht gemalt, leider. So ungefähr wollte ich es auch mal. Ja, ich auch. Naja, das sieht wirklich gut aus. 3 Sterne. Oh, noch ein Lami-T-Shirt. Okay, ist zwar schön, aber kein Roblox-Avatar. Deswegen nur 2 Sterne, Freunde. Finde ich auch so. Oh, das I ist ein Herz. Oh, das bist du. Ja. Okay. Aber nicht so gut gelungen, um ehrlich zu sein. 5 Sterne von mir. Was? Aber das habe ich doch gar nicht verdient. Naja, dann hast du meins noch nicht gesehen. Oh. Oh, ja. Das finde ich cool. Das kriegt 3 Sterne. Guck mal, der hat eine Krone an. Jetzt guck dir mal gleich meins an. Das ist nicht meins, aber das ist gut. Findest du? Ich glaube, ich gebe dem Ganzen nur 2 Sterne. Ich finde das okay, aber ich nicht so dem überragend. 4 Sterne von mir. Was ist das denn? Das... 1 Stern. Was ist das? Ich kann nicht mal beschreiben, was das ist. Was ist das denn? Das hat ein Popokind. Ist das deins? Ja, das ist meins. Das kriegt nur 3 Sterne. Lami, was hast du da gemacht? Da ist meins ja besser. Wow. Das sieht wirklich gut aus. Das kriegt 4 Sterne von mir. Aber stopp mal, das ist kein Roblox-Avatar.
Naja, ist jetzt auch zu spät. Ich bin wirklich... Yay! Wenigstens auf den dritten Platz! Oh Mann, ich bin bestimmt letzter, oder? Nee, nicht ganz, Lami. Oh, das nächste Thema ist einfach Halloween, wie cool! Oh Mann, ey. Ich glaube, das ist wieder ein Thema, was nicht so gut wird bei mir. Was? Das wird richtig einfach. Bei Halloween kann man doch voll viel zeichnen. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe hier ein ganz schlechtes Gefühl. Und so wie es jetzt schon aussieht, besteht sich das bei mir. Oh Mann, okay. Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht so gut gemalt. Aber ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Oh yeah, ich auch. Oh Mann, Freunde, das sieht doch gar nicht gut aus. Oh Mann, ey. So. Okay, das kriegt jetzt erstmal ein paar coole Augen. Oh, schwierig. So, und jetzt den Mund. Okay, willst du vielleicht verraten, was du malst? Ich mal einfach alles, was mir gerade einfällt. Alles, was dir einfällt? Da muss ja ziemlich viel gleich auf dein Bild sein. Ja, kann man so sagen. Oh, das sieht ja mega schlimm aus. Oh Mann, ey. Deins wird bestimmt 100-mal besser als meins. Das sieht super, super schlimm aus. Hä, Moment mal. Bei Halloween kann man doch eine Menge zeichnen, Emily. Ja, du hast recht. Aber man kann auch ziemlich viel komische Sachen malen. Und auch ziemlich schlechte Sachen, weißt du? Okay, verstehe. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber Freunde, ihr müsst in die Kommentare schreiben, wer von uns denn jetzt besser zeichnen kann. Emily oder ich? Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Oh ja, ich auch, Freunde. Ihr könnt natürlich direkt alle für mich stimmen, denn ich mal ein bisschen besser, das wissen wir ja alle. Was soll das denn heißen? Nein, nein, nein. Die Leute müssen auf jeden Fall fair abstimmen. Und ich muss sagen, bei mir sieht es gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Bei mir sieht es nicht so gut aus. Also ich bin noch nicht so zufrieden. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Ganz genau, Emily. Beeil dich. Oh Mann, ich habe die Zeit schon wieder total vergessen. So, aber das Ding hat doch hier so Streifen. Ich glaube, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Naja, es gibt keinen Weg mehr zurück. Oh Mann, das hätte ich echt nicht machen sollen. Oh Mist, das sieht jetzt noch viel, viel schlimmer als vorher aus. Und schaffe ich das überhaupt fertig in der Zeit? Hey, oh Mann, das sieht so schlimm aus. Oh, meins ist richtig cool geworden. Oh, naja, so lala. Zwei Sterne gibt's da nur von mir. Das, was steht denn da oben überhaupt? Keine Ahnung. Emily? Aber ich werd doch mit I geschrieben. Drei Sterne. Oh ja, finde ich eigentlich ganz süß. Das hast du gemalt, stimmt es? Du weißt mittlerweile, wie ich male, oder? Ja, vier Sterne von mir. Oh, danke schön, obwohl es wirklich schlimm aussieht. Oh. Lami, das ist deins. Fünf Sterne. Ey, wie cool sieht das denn aus, oder? Ja, das sieht wirklich mega cool aus. Vor allem der Geist. Eigentlich alles gefällt mir mega gut. Wow. Alter, das sieht auch krass aus. Das kriegt vier Sterne. Der sieht wirklich 100-mal besser als meiner aus. Von mir kriegt das 5 Sterne. Das ist echt nice, ey. Und, süßes oder saures? Das kriegt aber, glaube ich, nur 2 Sterne. Ich weiß, das sollen Süßigkeiten sein, aber sieht eher aus wie Konfetti. Von mir kriegt es 3 Sterne. Und die Gewinner sind... Ja! Let's go! Oh, Mann, ey. Aber Freunde, falls euch dieses coole Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ciao! Tschüss.